Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und die Seite ist ja mehr als nur der Aktienfinder. Sie ist eine Plattform für langfristig orientierte Investoren, die auch eine Philosophie hat. Und es geht ja hier um langfristig steigende Gewinne, da nur diese zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden führen. Und auf dieser Plattform wird eben diese Philosophie vertreten. Zum einen, da wird Aufklärung betrieben, zum anderen also viel Text, auch ja Videos, wie ich sie ja jetzt immer wieder drehe, dann auf YouTube. Und zum anderen gibt es auf der Plattform ja aber eben auch noch ja, andere Tools und außerdem Aktienfinder. Und ein neues Tool, das ist jetzt der Dividenden-Turbo. Und dieser Dividenden-Turbo, der greift ein relativ beliebtes Verfahren auf, um Kauf- und Verkaufssignale für Dividenden zu generieren und dann entsprechend Dividendenaktien zu kaufen, wenn sie günstig scheinen und je nachdem, wie man tickt, auch zu verkaufen, wenn sie überteuert scheinen. Wie das Ganze funktioniert vom Prinzip her, das sieht man hier. Wir haben hier die Dividendenrendite monatsweise hier abgebildet, in diesem Fall seit 2006 von 3M. Und man sieht eben, dass die Dividendenrendite hier irgendwie schwankt bzw. sich innerhalb eines Korridors bewegt und die Dividendenrendite, die berührt alles die Korridor nach oben. Das heißt, dann ist die Dividendenrendite relativ hoch im historischen Vergleich. Hier im Fall der Finanzkrise hat sie den Korridor auch nach oben richtig durchschlagen und ab und zu wird der Korridor auch unten berührt oder auch mal hier übertreten, auch ebenfalls durchstoßen nach unten. Und dann ist die Aktie der Dividendenrendite entsprechend, oder das ist eine relativ niedrige Dividendenrendite und dann werden Verkaufssignale generiert. Und man sieht hier, wie das da in der Theorie wenigstens hätte laufen können, dass man die Aktie hier hätte einsammeln können, so 36 US-Dollar während der Finanzkrise. Wahrscheinlich, das wäre eher unrealistisch, wahrscheinlich hätte man es eher hier, wenn da beim Durchstoßen oder beim Berühren schon des Korridors ungefähr für 50 US-Dollar eingesammelt. Jedenfalls hätte dann hier noch erst noch Kursverluste quasi aussitzen müssen, bevor man die Aktie hätte verkaufen können, aber schon ein paar Monate später mit Gewinn. Da hätte man hier die Aktie wieder etwas günstiger zurückkaufen können, hier mit dem Doppelten oder fürs Doppelte ungefähr wieder verkaufen und dann hier aber mit einem leichten Verlust zurückkaufen können, also 10 US-Dollar pro Aktie war quasi Verlust. Wie kann das sein? Das kann sein, weil die Dividende sehr stark gesteigert wurde, so stark, dass der etwas höhere Kurs oder dass sie trotz höherem Kurs noch gestiegen ist. Und dann sehen wir aber hier, dass es hier wieder wunderbar funktioniert hätte und hier auch. Da hätte man hier die Aktie für 240 US-Dollar verkauft und dann hier kurze Zeit später wieder eingesammelt für 180 US-Dollar. Normalerweise wird man für solche Verfahren mit Aktien wie BASF oder AT&T, die eine relativ hohe Dividendenrendite haben, also höher als hier, wo die auch relativ zyklisch sind. Und nicht mit 3M, aber ich habe jetzt hier mal 3M genommen. Und man sieht so im Großen und Ganzen, in Summe hätte es hier auch funktioniert. Das Problem bei solchen Verfahren ist, dass sie viel ausblenden. Also man sieht ja hier quasi nur die Dividendenrendite. Man sieht ja nichts Fundamentales. Und man weiß im Prinzip ja nicht, ob man, blenden wir das nochmal ein, ob man hier ins fallende Messer greift, weil man einfach keine Ahnung hat, ob das Unternehmen fundamental vernünftig aufgestellt ist, ob es in einem Unternehmen läuft oder ob wir hier dann möglicherweise mit einer Dividendenkürzung zu rechnen haben und dann entsprechend auch nochmal mit Kursverlusten obendrauf. Also der Griff ins fallende Messer ist hier im Prinzip das Problem, weil eigentlich so ein Verfahren ja unvollständig ist, beziehungsweise Stückwerk. Das zum einen und zum anderen ist es generell problematisch aus meiner Sicht oder von hinten mit der Brust durchs Auge, dass man anfängt mit Bewertungen, dass man erstmal versucht, Schnäppchen quasi zu finden und danach erst guckt, ob die Aktie qualitativ überhaupt für ein Investment in Frage kommt. Der eigentliche Ansatz im Aktienfinder ist ja umgekehrt. Da geht es ja erstmal darum, dass man Unternehmen versucht zu finden, die langfristiges Gewinnwachstum aufweisen, mit Hilfe von Filtereinstellungen, dann Rankings, nochmal seine eigene Aktien- bzw. Investmentstrategie definiert, die aber immer auf das Gewinnwachstum ausgerichtet sein sollte. Und dann erst in den zweiten Schritt guckt, ob die Aktie günstig bewertet ist oder nicht. Hier unten dann auch noch mit Ansätzen bezüglich Fair Value. Und hier eben ein anderer Bewertungsansatz ohne fundamentale Aspekte. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz sind diese Ansätze beliebt und deshalb fand ich es auch legitim, das Ganze mal aufzugreifen, beziehungsweise hilfreich.
Unter anderem auch deshalb, weil ich jetzt versucht habe, diesen Ansatz zu verbessern. Und zwar zum einen hier dadurch, dass man die Dividendenzahlungen hier sieht. Das heißt, man kriegt da schon mal eine Idee, ob wir es mit einem zuverlässigen Dividendenzahler zu tun haben oder nicht. Das ist der Fall von Coca-Cola. Und wir sehen dann hier General Electric und da sieht man eben anhand der Dividendenhistorie, dass das Unternehmen schon Probleme hat, dass es hier zu Dividendenkürzungen gekommen ist und dass man dann von diesem Unternehmen doch besser die Finger weglassen sollte. Und dann haben wir hier noch was anderes, das ist ein fieser Fall. Da haben wir The Restaurant Group, ist die Dividendentreppe im Prinzip intakt. Eine Stufe, eine Dividendenerhöhung quasi. Wir sehen dann aber auch hier ein Kaufsignal. Ich habe ja wie hier schon geschrieben, dass ich hier um Fehlsignal handle, weil wir hier eine Dividendenkürzung zu erwarten haben. Das heißt, wir sehen hier dann auch die prognostizierten Dividenden und dann sieht man im Chart eben sofort, dass man hier ebenfalls die Finger lassen sollte, weil es wohl ein Problem gibt bei diesem Unternehmen. Wer mehr wissen möchte bezüglich der fundamentalen Bewertung der Aktie, der hat dann hier ein Knöpfchen und dann kann man hier drauf drücken, als Vollmitglied jedenfalls, und dann sieht man hier alles Wesentliche eben bezüglich der fundamentalen Entwicklung. Und man sieht hier dann auch nochmal die anderen Fair Value Ansätze, die teilweise diesem Verfahren meiner Meinung nach deutlich überlegen sind. Und kann dann eben die Kauf- oder Verkaufssignale sich hier nochmal bestätigen lassen oder möglicherweise werden sie auch widerlegt. Kriegt da also quasi nochmal eine sehr qualitativ hochwertige Meinung zu den Kauf- und Verkaufssignalen, die auf diesem Verfahren generiert werden. Und mit diesen ganzen Erweiterungen, denke ich, hat man dann ein vernünftiges Tool tatsächlich an der Hand. Und hier ist es dann auch schon, kann ich nur mal zeigen. Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel mal auf 3M gehen, das war das, was wir gesehen haben, dann sieht man hier ab 2000 die Dividendenhistorie. Man sieht hier den Korridor, der berechnet sich immer auf Basis der durchschnittlichen Dividendenrenditen, in diesem Fall der letzten 12 Monate. Man kann auch noch andere Korridore einblenden lassen, man kann die sich auch überlappen lassen hier. Und man hat hier 4 Korridore zur Auswahl, also zwei kurzlaufende, sage ich mal, und zwei länger laufende. Ich habe gesehen, dass bei anderen Tools, die arbeiten eher mit hier länger laufenden Daten und das kann man machen, ist dann problematisch, wenn die Aktien quasi ihr Charakteristikum verändern. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel Microsoft nehmen, das zeige ich dann auch gerne in diesem Zusammenhang, da ist halt Microsoft, hat halt hier eine relativ niedrige Dividendenrendite gehabt, weil es halt noch stark gewachsen ist und hoch bewertet war die Aktie mit hohen Multiples. Dann war es hier eher so, dass die Aktie dann quasi so ein Value-Investment geworden ist und dann hat die Aktie wieder, beziehungsweise Microsoft wieder an Dynamik gewonnen bezüglich des Gewinnwachstums und dann ist auch der Kurs angezogen, die Dividendenrendite gesunken. Und wenn wir da jetzt hier quasi die 10 Jahre drüber legen, also Durchschnitt der 10 Jahre, und dann wird es der Aktie halt überhaupt nicht gerecht, weil diese ganzen Durchschnitte dann immer noch wenigstens teilweise quasi Phasen von Microsoft ranziehen, die nicht mehr gültig sind. Hier sehen wir eben übrigens noch auch einen Unterschied zu anderen Verfahren, dass wir im Prinzip mit gleitenden Werten arbeiten. Also wir gehen immer, wir haben hier immer einen Monat und von dem Monat ausgehend gucken wir uns dann immer die letzten in diesem Fall 10 Jahre an, also 120 Monate. Hier wären es nur die letzten 12 Monate. Bei den anderen Verfahren, die zeigen dann eher Linien an. Da wird dann quasi ausgehend von hier, also vom aktuellen Zeitraum, würden dann die letzten 10 Jahre genommen werden. Da wird dann hier eine Linie eingezeichnet werden, die würde dann von da nach da verlaufen. Und hier, das ist meiner Meinung nach besser, wenn man das sozusagen ja rollierend macht. Im Fall von Microsoft machen jetzt die 10 Jahre, wie man hier sieht, keinen Sinn. Da wäre jetzt hier die Aktie die ganze Zeit unterbewertet gewesen. Warum? Weil Microsoft eben ein Value Investment geworden ist und hier wäre sie jetzt plötzlich überbewertet. Warum? Weil wir hier eben einen Zeitraum mit auswerten, wo Microsoft noch ein Value Investment gewesen ist. Ist es jetzt aber nicht mehr. Jetzt können wir sagen, jetzt ist es wieder so ein Wachstumswert. Deshalb machen also diese kurz laufenden Korridore in diesem Fall deutlich mehr Sinn.
Allgemein habe ich jetzt beim Testen so festgestellt, dass ich, wenn ich das Tool jetzt benutzen würde, dann würde ich eher hier auf die kurzlaufenden Korridore gehen und nicht auf die langlaufenden Korridore. Also gerade hier 12 Monate, das finde ich recht interessant. Man kann jetzt hier dann, oder gehen wir mal jetzt hin und versuchen jetzt interessante Aktien zu finden, also Aktien mit Kauf- oder Verkaufssignalen. Dann kann man da vorgehen wie folgt. Man hat hier die eine Spalte oder eine Differenzspalte, wo man einfach guckt, wie hoch die gibt die Differenz der durchschnittlichen Dividendenrendite der letzten 12 Monate im Vergleich zur aktuellen Dividendenrendite an. Was heißt das? Das heißt, wenn wir hier minus 1,74 haben, also Minuswerte, die sprechen für eine theoretische Überbewertung der Aktie, weil die Dividendenrendite jetzt, aktuelle Dividendenrendite niedriger ist als im Schnitt der letzten 12 Monate, nämlich um 1,74%. Und wenn wir jetzt aber Schnäppchen, potenzielle Schnäppchen identifizieren wollen, dann sortieren wir andersrum und dann sehen wir hier unseren bekannten The Restaurant Group mit dem Fehlsignal hier. Da haben wir es wieder, ne? Da haben wir hier noch eine Dividendenrendite von 14, stolzen 14% und alle Warnlampen gehen schon an und blinken. Und dann sehen wir hier eben die Dividendenkürzung. Und dann gucken wir mal hier ProSieben hat auch im historischen Vergleich eine sehr hohe Dividendenrendite, also über 3% mehr als in den letzten 12 Monaten. Und dann sehen wir aber auch hier eine Dividendenkürzung. Und dann kommen wir als nächstes zu TUI zum Beispiel. Und da sehen wir dann hier, dass wir keine Dividendenkürzung haben. Das wäre dann quasi ein echtes Kaufsignal. Wir sehen dann aber auch hier, dass die Stabilität der Dividende relativ niedrig ist. Und wenn man hier mal den Zoom zurücksetzt, dann sieht man hier eben, dass wir Dividendenkürzungen hatten. Hier ist die Kürzung im Vergleich zu da. Und wir haben auch komplette Ausfälle gehabt der Dividende. Und bei diesen Stabilitätskennzahlen, da werden die letzten Jahrzehnte quasi berücksichtigt. Aber nicht die Prognosen. Deshalb ist bei The Restaurant Group eben auch die Stabilität der Dividende noch relativ hoch. Wenn man dann nochmal drauf geht, dann sieht man eben, ja gut, ja, hatten wir auch mal offensichtlich so kleine Lücken. Ja, das soll ich auch noch ansprechen. Es ist ja ein Algorithmus, der das Ganze hier bestimmt und es kann immer mal wieder vorkommen, dass die Dividendenzahlungen unregelmäßig ausgeschüttet werden, dass sich das um ein paar Monate verschiebt oder dass der Dividendenrhythmus komplett gewechselt wird von zweimal oder von einmal zahlen auf zweimal bezahlen beispielsweise. Und da kann es dann sein, dass hier so ja, Ausreißer entstehen. Und das sieht man dann aber auch relativ schnell, wie hier, dass dann hier beispielsweise irgendwas nicht stimmt. Und dann ist dieser Wert also quasi unbrauchbar. Das beeinflusst natürlich dann auch hier die Durchschnittsberechnung. Das heißt, wenn man hier dann den Durchschnitt der letzten 12 Monate nimmt, dann liegt der in diesem Fall eben leicht zu niedrig. Ja, es hat dann also einen leichten Einfluss. Aber ich habe dann schon beim Testen festgestellt, die meisten Verzerrungen, die liegen dann irgendwo in der Vergangenheit und die haben keinen Einfluss mehr hier auf die aktuelle Bewertung, insbesondere dann nicht, wenn wir hier mit diesen Zonen arbeiten, wie ich sie sowieso empfohlen habe, der letzten 12 Monate oder der letzten 2 Jahre. Da ist es dann sauber. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns dann hier die Zonen von 5 oder 10 Jahren nehmen, da sind so viele Durchschnittswerte dann drin, dass hier diese, ja, nennen wir es mal Fehler, dass die Fehler eigentlich keine Rolle mehr faktisch spielen. Weil wenn ich hier 120 Werte drin habe und bei einem Wert wie hier, von mir aus auch noch hier, ein paar mehr Werte, dann ja, dann ist die Dividendenrendite, die durchschnittliche, etwas zu niedrig in diesem Fall, aber man kann immer noch mitleben. Und das Wichtigste, wie gesagt, man sieht es ja, man erkennt es ja an einem Blick und kann dann hier seine fachliche Expertise selber einfließen lassen, inwiefern ist das Ergebnis verfälscht. Ist ja alles schön transparent. Ist ja sowieso immer wichtig, dass die ganzen Tools transparent sind und dass man die versteht und dann kann man sie entsprechend auch sinnvoll einsetzen. Also bei TUI, wie gesagt, wäre das tatsächlich jetzt, wo ist TUI hier? Bei TUI wäre das jetzt, wie gesagt, ein echtes Kaufsignal und dann könnte man sich halt entsprechend überlegen, könnte man jetzt in die Vollanalyse reingehen und dann gucken hier nochmal, wie so hier die Gewinnentwicklung ist und so weiter, Verschuldung und dann könnte man auch hier nochmal gucken, wie so die anderen Signale aussehen, ob das ebenfalls Kaufsignale sind und dann haben wir ja hier auch
Ein Kurs von 9 Euro und Fair Value Dividende von 24. Jo, wow. Also deutliche Unterbewertung, basierend auch auf diesem dividendenbasierten Verfahren. Auch anhand des Gewinns haben wir hier eine deutliche Unterbewertung. Anhand des operativen Cashflows sieht es aber jetzt gerade wieder anders aus. Und dann haben wir hier auch die Prognosen. Kann man sich eben das Kaufsignal hier bestätigen lassen oder auch nicht. Und wenn einem die Aktie gefällt, dann kann man die ja auf die Watchlist setzen. Dann steht sie auch zur Verfügung bei allen anderen Tools, die es hier gibt, unter anderem natürlich auch im Aktienfinder. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel mal einfach hier ein bisschen rumspielen, sich eine neue Watchlist machen, die nennt man dann Dividendenturbo oder so. Holt sich hier die Aktien, die eben Kaufsignale generieren, die jetzt nicht offensichtlich Schrott sind, und analysiert die dann später am nächsten Tag oder so im Aktienfinder weiter. Also das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Was übrigens auch geht, das ist, man kann ein bisschen filtern, klar. Und dann gibt es hier noch den Dividendenalarm. Und das ist eine ganz nette Sache. Man kann nämlich hier auch Kauf- und Dividendenrenditen eingeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei TUI sagt, die Dividende, die möchte ich jetzt, würde ich jetzt kaufen. Wenn ich jetzt vorher schon gesagt hätte, ich wolle die kaufen, also naja, ich könnte jetzt erstmal sagen, ich will die kaufen, wenn sie 8% Dividendenrendite hat, also wenn der Kurs noch ein bisschen gefallen ist eigentlich. Nehmen wir jetzt aber an, ich hätte TUI schon länger ein Auge auf TUI geworfen und hätte dann quasi TUI kaufen wollen, ab einer Dividendenrendite von 7%, dann sieht man auch, dass es hier grün wird, weil die Dividendenrendite ist bereits erreicht. Und jetzt gibt es eben diesen Dividendenalarm und der wird täglich verschickt und der beinhaltet eben, genau wie im Aktienfinder, der Preisalarm, die ganzen Aktien, wo eben dann das persönliche Kaufsignal, weil das ist ja ein persönliches Kaufsignal, überschritten oder unterschritten ist im Fall von einem Verkaufssignal. Und dann kriegt man das eben einmal am Abend zugestellt mit den Listen. Das kann man sich auch sofort zustellen, also zusenden lassen, wenn man hier auf den Button Senden klickt. Und man kann dann übrigens hier auch, man muss die Zustellung auch erstmal aktivieren. Also am Anfang ist das Häkchen draußen. Man muss das Häkchen also setzen und dann auf Speichern drücken. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, und dann hole ich jetzt hier mal die Aktie auf den Dividendenalarm hier auf den Schirm. Sieht dann eben so aus. Und hier sehen wir dann eben die TUI-Aktie. Da sehen wir dann unsere Minimumdividende, die wir angegeben haben, also unsere Zieldividende 7%. Wir haben jetzt momentan 7,89%. Und das wäre schon 12,7% über dem Limit. Das wären dann quasi unsere Kaufkandidaten. Verkaufskandidaten haben wir momentan nicht. Und das ist natürlich ja, ganz nett, wie ich finde. Und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich habe hier viel Text geschrieben, den kann man sich mal durchlesen. Und da würde ich einfach vorschlagen, vielleicht mal rumspielen mit dem Ganzen, sich das angucken. Man kann ja bereits als anonymer Gast hier das soweit weitestgehend benutzen. Wenn man sich anmeldet, dann kann man auch hier diese Kauf- und Verkaufssignale eingeben, kann sich auch sogar schon den Dividendenalarm schicken lassen. Hat immer noch gewisse Einschränkungen, aber ja, man kann es dann auch trotzdem schon mal sinnvoll benutzen. Und über Rückmeldungen würde ich mich freuen. Wenn Fragen sind, kann man die fragen in den Kommentaren und ansonsten einfach ja, ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.